Hallo, liebe Freunde des Rowe-Aktiv-Weihnachtskalenders. Mein Name ist Julia und ich möchte heute mit euch weder basteln, noch singen, noch vorlesen, Plätzchen backen oder was auch immer. Nein, heute werden Schuhe geputzt, denn morgen ist der Nikolaus. Und richtig, was braucht man denn zum Schuheputzen? Ich habe ein paar Schuhe. Am besten, ihr guckt, dass ihr möglichst große Schuhe findet, dass auch möglichst viel reinpasst. Und dann, wichtig, eine Bürste. Oder wahlweise auch eine andere Bürste. Eines dieser Modelle habt ihr sicherlich zu Hause. So, ich finde diese bequemer, deswegen bleibe ich bei dieser Bürste. Schnappe mir meinen Schuh und fange an, fröhlich zu bürsten. So, hier schön außen alles wegmachen. Der ganze Schmutz. Nikolaus findet das nämlich nicht so cool mit dem Schmutz am Schuh. So, der sieht gut aus. Nehme ich den nächsten. Das stärker. Da muss die andere Bürste ran. Kleinen Moment. Sehr gut. Steine. Das ist nicht so schlimm. Sieht keiner. So. Jetzt habe ich aber gerade noch was anderes gesehen. In diesen Schuh kommen dann also eure Sachen. Süßigkeiten, Obst, was auch immer. Vielleicht auch das ein oder andere kleine Geschenk. Also würde ich persönlich auch noch dafür sorgen, dass innen drin alles sauber ist. Das möchte niemand sehen. Am besten putzt ihr die Schuhe auch draußen, sonst habt ihr den ganzen Dreck in der Wohnung oder in eurem Haus. So, also, wenn ihr eure Schuhe putzt, würde ich immer darauf achten, dass auch wirklich alles weg ist. Ne? Nikolaus mag das nicht so. Der will ja sicherlich sehr saubere Schuhe. Also so kenne ich das von meinem Nikolaus. Ne? Der hat da immer sehr drauf geachtet. Falls ihr, das habe ich früher gemacht, Skifahrer oder Snowboardfahrer seid oder Fahrerin, macht euch doch einfach die Mühe, kramt die Schuhe raus, zieht die Innenschuhe aus den großen Schuhen raus und stellt zwei Paar Schuhe hin. So habt ihr nämlich vier Schuhe, die der Nikolaus zu füllen hat. Und das hat bei uns immer geklappt. Mit diesem kleinen Tipp möchte ich euch in einen wundervollen Abend verabschieden, in eine tolle Adventszeit mit einem hoffentlich fleißigen Nikolaus. Was mir auch noch eingefallen ist, putzt die wirklich, sonst gibt's wirklich nur Kohlen. Die kommen dann in so einem Eimer. Und wenn ihr dieses Geräusch hört, dann wisst ihr, dass es nichts gab. So, auf Wiedersehen, bis ganz bald und viel Spaß. Und wie immer an dieser Stelle werden heute, jetzt, in diesem Moment, die Gewinner des Rowe-Aktiv-Kalenders bekannt gegeben. Ich drücke euch die Daumen.